Steve Hyatt is now back on the land. He and Maggie are building up their own farm from scratch, just across the road from the land his family has farmed since the 18th century. They haven't got any back. Well, basically anybody who isn't back. He's had a few years away, he's come back. Yeah, I think his roots are obviously here, yes. There'll always be a Hyatt round here, and then we'll have another little brother or sister for her in a couple of years, and then in case she marries, because then she won't be Hyatt anymore, will you? But we'll hopefully get a little brother or sister. We've got a 50-50 chance. Peter and Liz were teenage sweethearts in 1957. 20 years and 2 failed marriages later, Liz moved into Six Ash Farm. We've not got married. We may do. Sometime soon, it would be nice. Oh, well, we're supposed to be getting married. Hasn't she told you that? I think she's got it booked anyway. Can make Liz happy for a week or two. Maybe longer. The Stieglitz family has a problem. This year's maize crop is stunted. They've called in some experts, but they only confirm what Reinhardt and his mother already know. Das ist auch Magnesiummangel, haben wir auch schon in den Bodenproben festgestellt, natürlich. Und Dings hier. The Stieglitzes have been farmers for 300 years. They know their business. In 1947, David Seymour, one of Magnum's founders, came to the Rhine to find a typical family of German farmers. He chose the Stieglitzes of Wollau. Rolf Stieglitz, age 4, is already a big boy for his crib. Manchmal kam auch mit so einem Militärjeep. Und das war ja dann eine Sensation, wenn man dieses Auto besteigen durfte oder mal hinterm Steuer sitzen durfte. The Stieglitzes have no car. Here, Frau Stieglitz shops in the town of Kastel, its streets largely destroyed by the war. Er hat das meinem Vater seinerzeit gesagt, in 10 Jahren, dann habt ihr auch alle ein Auto. Und das war natürlich für, selbst für die Erwachsenen in der Familie, war das ein Ding, um hinter vorgehaltener Hand zu lachen. Er hatte eigentlich recht behalten, es ist alles so geworden. The white-faced team of Heinrich Stieglitz heads into the barn with a huge load of hay. But Wollau is now more commuter land than farmland, and the Stieglitz family have moved on. Hello, Edgar. Elke, Rolf's oldest daughter, visits her old home. It's now a gentrified haven for an architect, a lawyer, and a tax consultant. Was war denn das hier eigentlich? Das war ein Stall, Schweinstall, glaube ich. Na, das bist du hin, du, gell? Und dann oben drauf war Heustall. Mhm. Und da war die Scheune gleich. Aber es dann auf das Schlafzimmer von deiner Mama. Aber das hat die damals gebaut. Squeezed out by creeping urbanization, the Stieglitzes uprooted themselves from where their family had farmed for 300 years and moved to the Netherlands. Also wir waren immer Ausländer in Holland. Und Deutsche wurden halt am Anfang, hatten wir echt Probleme wegen der Vergangenheit. Und so wurde halt nachgesagt, wir haben die Juden umgebracht und so. Und das fanden wir halt nicht so doll. Silvester, da durften die Jugendlichen rumziehen. Und die haben also in der Nacht, wo sie da halt so Streiche angestellt haben, haben sie speziell uns auch ausgewählt. Holland war für die Frau und mich, war das eigentlich groß genug und wir hätten da auch gut unsere Zeit verbringen können. Aber der Sohn wollte dann auch Bauer werden. In Holland konnten wir nicht so ausbreiten, das war finanziell nicht möglich. Dann kam dann die Vereinigung, die deutsche Vereinigung. Und dann haben wir eben, da hat mein Vater gesagt, also da wäre ich blöd, wenn ich jetzt nicht die Chance ergreife. Und da sind halt so viele Subventionen gegeben worden, dass er wieder zurück ist nach Deutschland. The Stieglitzes bought a former state-owned farm near Wismar, an ancient seaport on the Baltic coast. Man hat wohl mal einen Tag, wo man sich ärgert oder wo man, wo das nicht so läuft, wie man sich das gedacht hat. Und dann denkt man, war ich mal in Holland geblieben und
hätten die anderen mal die Mauer wieder 3 Meter höher gemacht. Aber das, das ist wie mit dem Wetter. Man hat Tage mit Sonne und man hat Tage mit Regen. The Stieglitz children were quick to put down roots in local discos. Mal irgendwie hier ein paar Dörfer weiter, da war so eine echte altmodische, gemütliche Disco, wie sie heute nicht mehr allzu oft gibt. Und da haben wir uns kennengelernt. Wir haben nicht geheiratet, weil zu Anfang war es so gewesen, man konnte für jede Person verbilligte Gelder bekommen und eine Starthilfe. Und die haben wir auch in Anspruch genommen. Wären wir verheiratet gewesen, hätten wir sie nur einmal gekriegt und so haben wir sie 2-mal gekriegt. Ach, irgendwann werden wir wohl heiraten, hoffe ich mal. Und wir erwarten ja erstmal unser erstes Kind und mal sehen, vielleicht kommen ja noch ein paar. Ich bin also in einem 3-Generationen-Haus groß geworden. Nur mein Partner wollte das nicht, der wollte nicht in so eine Großsippe. Ich habe mich natürlich jetzt für meine Familie entschieden und wir fangen jetzt demnächst auf dem eigenen Betrieb an. Das war früher immer so in Teenagerzeit so mein Ding gewesen, dass ich gesagt habe, um Gottes Willen, bloß kein Landwirt. Aber hinterher habe ich mich um 180 Grad gedreht und habe gesagt, das ist doch meine Welt. Und ich finde einfach, als Landwirt habe ich am liebsten gearbeitet, weil es einfach am schönsten ist, wenn man im Sommer morgens nach dem Melken die Kühe auf die Weide bringt. Man hat 150, 200 Rindviecher vor sich herlaufen, die Sonne scheint schon so ein bisschen und irgendwie ist das also ein Wahnsinnsgefühl. Die Hälfte von der Herde ist von mir, die andere Hälfte ist von der Bank, egal. Aber es ist eben ein Wahnsinnsgefühl und das liebe ich. Wir sind ja hier ein Produktionsbetrieb, der ausgerichtet ist, um Geld zu erwirtschaften und Produkte zu produzieren, um die gegen Geld zu verkaufen. Und wir müssen ja betriebliche Gewinne erwirtschaften, wie jeder andere Produktionsbetrieb auch. Da haben wir die untersuchen lassen und da hatten wir von 22 Fersen, da hatten wir einen Bullen beilaufen. Und das sind 21 tragend und eine nicht, die wurde aber mittlerweile dann schon geschlachtet, weil wir sowas nicht im Bestand haben können. Wenn es irgendwie möglich ist, wollen wir natürlich ein bisschen größer werden. Aber ist nicht so einfach, weil man hat ja auch Nachbarn und so. Und man will ja auch nicht da mit denen den Riesenkrieg anfangen um Fläche. Wir haben uns doch ein bisschen was gesucht, wo wir eigentlich eine Weile aushalten können noch. Wir sind jetzt 2-mal geflohen vor irgendwelchen Einflüssen, von die wir selber nicht zu bestimmen hatten. Und jetzt suchen wir doch eigentlich eine Ecke, wo man irgendwie über Generationen wieder bleiben kann. In Maravatio in rural Mexico, the people celebrate their 1910 revolution, in which heroes like Zapata fought for the rights of the peasants. Peasant farmers like the Gonzalez family. The Ladies' Home Journal photographer found them living in a simple adobe hut and scraping a living from the land. Ella se fue, pero ya van fue en el 1947. Estaba muy delicado. We found the Gonzalez family in the same mud brick house. Tortillas are still made over an open fire in a shack without a chimney. And Pablo is still head of the family. Mi primera esposa, ella nomás me duró 8 años y murió. Me dejó mis 4 hijos. ¿Qué hacía yo? Solo con mis hijos. El hombre solo no conviene estar. Ya después, pues, donde María estaba muy joven, harto joven completamente. Pues, ya le dije, mira que se resolvió y se vino. Pues se vino a fracasar porque tuvo que verme los chiquillos de aquí hasta acá, pero jugaba con ellos como amiga, cena.
Bueno, fue bonito para y para mí un gusto que tenía mujer. Y pues la madrastra pues comprenda. Pues ella no nos quería, pues no éramos hijos de ella, a nadie de nosotros nos quería. Nos maltrataba mucho. Muy buena vida, feliz, ¿ves? Entonces tuvo 14 hijos. Se nos murieron 5 o 6, porque viven 9. Todo está pues todo caro y todo. Y no hay en qué trabajar. Aquí no hay en qué trabajar y no se gana nada. Little Maria Virginia Gonzalez doesn't seem to enjoy her bath, but her mother has come to expect a certain amount of fuss and takes it in her stride. Y muy bonita mi mamá. Y me acuerdo nada más, cuando estaba tendida ya en la caja, ya muerta, había mucha gente aquí en esta casa, hincada, rezando. Yo no sabía por qué. Una tía que ya se murió me agarró de aquí, de las axilas, y me dijo, dale un beso a tu madre porque ya se va. Es todo lo que yo me acuerdo, que ya estaba en la caja ya para llevarla al panteón. At the age of 10, Maria Virginia was sent away to work as a servant. When she was in her early 20s, she married her 80-year-old employer. A year and a half later, he died, leaving Maria this entire block in Maravatio. Bit by bit, she sold it off to pay her second husband's college fees. Once qualified, he left her and their 2 children living in a hovel in the yard of the once great house she had owned. Me la sacaron de 6 meses. El doctor que me la sacó estaba divorciándose de su esposa y estaba demasiado tomado. Y me la sacó toda morada, ya no lloraba mi bebita. Me la iban a meter a una caja para enterrarla cuando lloró mi niña. Y vive, mi niña. Y ahorita, pues, ya tiene 17 años ella. Pero no está bien. Habla poco y camina nomás que la agarre uno. Me da mucha pena y mucha vergüenza que me vean aquí como un puerco. Ahora nos ve así, como dice que se casó por interés. Que no se casó porque me quería, ni a sus hijos dice que no los quiere tampoco. Ahora ya tiene 6 meses que no vive con nosotros. Pasa nomás, pues, por ejemplo, pasa al baño y cómo están y se va. No se quita ni la mochila para ir al baño. La trae cargada, porque ha de traer dinero y así que le esculcamos. Yo le digo a Dios, denme permiso de soñar. Yo sueño con tener un cuarto allá arriba, bonito, una terracita para allá, mis plantas allá. Y asomarme, que me dé el aire, que me dé el sol. Aquí tenía yo árboles frutales, aquí donde estoy, estaba un aguacate, una higuera y rosales. Maria's father, Pablo, farms land held by him under the ejido system, established after the 1910 revolution. Mi milpa queda de cosecha. Pablo borrowed 8,000 pesos to farm this field, and it's only yielding 1,000 a year. He's in serious debt. La parcela para mí es un patrimonio familiar que nos los dotaron para hacer beneficio a la familia, ayudarnos de ello. Puedo decir lo demás. Estoy sentido con la administración actual porque todo el campesino en el país estamos sufriendo la crisis. Esa es una necesidad. Estoy un poco sentido. Pues no un poco, sino más sentido que nada. The inevitable future for many Mexicans lies across the border in the United States. The journey is illegal and dangerous, and about 300 die each year in the attempt. Pablo has 6 children and numerous grandchildren in America. Normally, a visa to visit would be impossible to get for impoverished Mexicans like Pablo and Maria Marcelina. We approached the U.S. immigration authorities to make this visit possible.